Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Betrachte dich mal, als wärst du ein kleines Kind. Also schau mal auf dich, wie du liebevoll auf ein kleines Kind schauen würdest, wenn es Trost braucht. Gerade vielleicht, weil es krank ist und Symptome hat, immer wiederkehrende Symptome. Du spendest dem Kind doch auch Trost. Zumindest normale Menschen machen sowas. Und so kannst du liebevoll auf dich selber schauen, mit Selbstachtung, mit Liebe und mit Trost und Geborgenheit. Und Liebe ist Geborgenheit. Und sie heilt, wenn auch nicht ganz, wenn die Symptome nicht ganz weggehen vielleicht, nicht ganz verschwinden, aber Liebe mildert auf jeden Fall. Schau liebevoll auf dich selber, liebevoll auf dein Inneres. Schau, wie du auf ein Kind schauen würdest. Dieses einfach mal strecken und die Arme in die Luft, das ist wie ein kleines Kind. Und vieles traut man sich gar nicht. Erstmal umgucken und dann, ja, vieles traut man sich gar nicht, ne? Das ist, aber warum eigentlich nicht? Ne? Wir tun doch damit niemandem weh, wir schaden doch damit niemandem. Uns ist das abtrainiert worden. Wir kommen uns eigenartig vor. Wir schauen uns erstmal um, ob keiner guckt, weil wir uns dafür schämen. Aber das ist doch das Natürliche. Wir müssen zu dem Natürlichen zurückkommen auch. Du schadest ja mit dieser kleinen Übung niemanden, wenn du die Arme einfach mal in die Luft, zum vielleicht auch zum Jubeln oder zum Freuen in die Luft die Arme nimmst und dich streckst. Es ist einfach wert, es mal zu probieren wieder. Diese Verbindung zu unserem Inneren wie zu einem inneren Kind aufzubauen. Denn wenn du immer gegen dich selber ankämpfst, wie soll dann deine Verkrampfung und deine Verspannung im Alltag besser werden? Wie soll sich dann Stress lösen? Wie sollen dann deine Symptome besser werden? Ich versuche dir zu zeigen, wie es geht. Ich kann dir versuchen, den Weg daraus zu zeigen. Ich zeige dir den Weg und hin zur Selbstliebe. Und vielleicht kann ich dir auch helfen, innerhalb meiner Zuhörstunde und meiner Schmerzberatung, wie du wieder zu einem guten Leben findest. Dass du den Lebensmut nicht verlierst. Oder auch nur deinen Kummerkasten. Da bin ich auch für dich da. Bei Kummer und Sorgen und Schmerzen, physisch und psychisch, bin ich gern für dich da. Betrachte dich mal, als wärst du ein kleines Kind. Also schau mal auf dich, wie du liebevoll auf ein kleines Kind schauen würdest, wenn es Trost braucht. Und ein Kind denkt sich immer die Liebe. Ein Kind versucht immer wieder in die Liebe zu kommen, auch wenn es widrige äußere Umstände erlebt. Vielleicht hast du das ja auch in der Kindheit. Und du hast vielleicht auch teilweise keine schönen Erinnerungen. Aber gib dir jetzt, was auch vielleicht damals gefehlt hat. Gib dir jetzt dieses Gefühl und mach es einfach. Und das innere Kind, das Innere, denn wo soll es hin sein? Das Innere, was immer schon in uns war, muss einfach wieder die Freude spüren. Du spendest dem Kind doch auch Trost. Zumindest normale Menschen machen sowas. Und so kannst du liebevoll auf dich selber schauen, mit Selbstachtung, mit Liebe und mit Trost und Geborgenheit. Und Liebe ist Geborgenheit und sie heilt, wenn auch nicht ganz, wenn die Symptome nicht ganz weggehen vielleicht, nicht ganz verschwinden, aber Liebe mildert auf jeden Fall. Schau liebevoll auf dich selber, liebevoll auf dein Inneres, schau, wie du auf ein Kind schauen würdest. Ich meine, man muss sich hinterfragen, schon, ja, hinterfragen und alles realistisch sehen, aber schau einfach jetzt mal in diesem Moment mit Liebe
wie auf ein Kind, wie als wenn du auf ein Kind schauen würdest, was Trost braucht, was dich jetzt braucht. Denn auch mit Selbstabwertung und Selbsthass kommen wir auf unserer Welt, hier auf unserer Erde, nicht weiter, sowieso nicht. Also immer zu der Liebe hin, das ist wichtig. Komme immer wieder zu der Liebe, zu der Selbstachtung und spende dir selber auch Trost. Das hat nichts mit egoistisch zu tun. Es ist einfach diese verloren gegangene Verbindung zu dir selbst, die du wieder aufbauen musst. Einfach diese Verbindung zu dir selbst wieder schaffen. Denn diese Verbindung ist natürlich. Als Kind hattest du die Verbindung auch. Und du wurdest als unschuldiges kleines Kind geboren und du hattest diese Verbindung zu dir selbst. Sie wurde uns nur immer wieder abtrainiert durch die Prägung von außen, was nicht unbedingt böse gemeint war. Unsere Eltern und Vorfahren haben es auch nicht besser gewusst. Aber probiere es einfach mal aus, mit dieser Art von Selbstachtung und Selbstannahme, sich selbst die Fehler und Schwächen verzeihen. Das tut dir sicher auch gut. Wir Menschen sind ja auch Natur. Beobachte die Natur. Die Natur tut uns wirklich auch gut. Und wir Menschen sind ja auch Natur. Wir sind natürlich. Natürlich kommt von Natur. Wir müssen uns nur wieder darauf besinnen, was wir eigentlich sind. Dass wir keine Maschinen sind und keine Roboter. Und selbst Maschinen müssten auch gewartet und gepflegt werden, damit sie lange ihre Arbeit machen oder ihre Aufgabenfunktionen erfüllen. Probiere es einfach mal aus. Sicher hilft dir das auch. Es ist einfach wert, es mal zu probieren wieder. Diese Verbindung zu unserem Inneren wie zu einem inneren Kind aufzubauen. Denn wenn du immer gegen dich selber ankämpfst, wie soll dann deine Verkrampfung und deine Verspannung im Alltag besser werden? Wie soll sich dann Stress lösen? Wie sollen dann deine Symptome besser werden? Wie soll es dir dann besser gehen, wenn du dich selber bekämpfst und das nicht einmal merkst? Vieles geschieht ja völlig unbewusst. Aber wenn wir diese Verbindung zu uns selber wieder aufbauen, zu unserem Inneren, und das Innere nicht immer ablehnen oder auch die Äußerlichkeiten wie Bauch, Beine, Po, eine falsche krumme Nase oder irgendwelche Äußerlichkeiten, wenn wir das nicht immer wieder ablehnen, uns selbst also nicht ablehnen immer wieder. Zwar ganz unbewusst, aber deswegen müssen wir bewusst mal diese Verbindung zu uns selber wieder aufbauen, in Liebe. In Liebe, in Fürsorge und Trost. Und du wirst merken, es wird sich etwas bessern bei dir. Du kannst mich gern kontaktieren. Ich bin gern für dich da. Verzage nicht, auch mit heftigen Symptomen oder wenn es dir nicht gut geht, wenn du Kummer hast. Ich bin auch gern für dich da. Melde dich ganz einfach bei mir. Ich versuche dir nach bestem Wissen und Gewissen zu helfen. Schau gern auf meiner Webseite und melde dich gern bei mir. Ich freue mich auf dich. Und weißt du, welche Frage auch oft gestellt wird? Aus welchen Gründen bist du um Rat gefragt worden, früher oder auch jetzt? Aus welchen Gründen wirst du um Rat gefragt? Und da kann sich natürlich ein Bedauern bei dir einsetzen, bei dir einstellen, wenn dich niemand um Rat fragt. Aber wenn du schüchtern bist, dann ist es auch kein Wunder, dass dich keiner oder kaum jemand anspricht. Auch auf Arbeit vielleicht nicht oder im Freundeskreis. Und dann zieht dich das dann auch wieder runter. Für was oder aus welchen Gründen wirst du um Rat gefragt oder gebeten, deinen Rat abzugeben? Also mit was kennst du dich besonders gut aus und wirst von anderen angesprochen und gefragt? Und wenn du dann
nachdenkst, du wirst überhaupt nicht angesprochen, ja, weil du vielleicht schüchtern bist. Das zieht dich dann auch wieder runter. Ne? Also diese Frage finde ich nicht so günstig. Sondern lausche in dein Inneres, was dir Freude macht und was dir etwas bringt, was du gerne machen würdest. Was dich mit Freude und Leichtigkeit erfüllt. Dass du dich das vor allem hinterfragst. Dass du dich vor allem hinterfragst, was dir Freude bringt und was dich mit einer Leichtigkeit erfüllt. Einem Angekommensein, ne? Dass du in dir ruhest sozusagen, dass du in dir zu Hause bist. Ich danke dir fürs Zusehen, fürs Zuhören. Alles Liebe für dich und alles Gute für dich. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Wie immer der Hinweis, ich bin kein Arzt oder Therapeut. Ich gebe hier nur meine Erfahrungen wieder und ich kann dir nicht garantieren, dass sie dir helfen, gesünder zu werden oder gesund zu bleiben und auch nichts versprechen. Weitere Informationen über mich kannst du gern auf meiner Website www.pausenwege.de bekommen. Du kannst auch gern meine Bücher dazu lesen. Alles Liebe für dich, alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.